ein paar Fragen stellen. Ich bin natürlich jetzt etwas gerüstet, also kann ich mir vorstellen, als Trainerkollege. Deswegen muss ich halt sagen, normalerweise müsste ich ja danach sprechen, weil das ja unser erster Heimsieg heute theoretisch wäre. Aber mal ernsthaft, danke für die Möglichkeit des Tauschens, für die unkomplizierte Möglichkeit, so dass wir also nicht auf einer Baustelle für das Fußballspiel stattfinden müssen. Zum Spiel meiner Mannschaft. Ich glaube, dass meine Mannschaft noch ein bisschen das Spiel der Vorwoche in dieses Spiel mit reingenommen hat. Und zwar deswegen, weil wir in dieses Spiel fußballerisch sehr ordentlich gestartet sind, sogar Qualität über haben und dann erste richtig gute Möglichkeiten liegen gelassen haben. Und dann bei Spielern, die in der Vorwoche ein Spiel absolviert haben, dass sie trotz besserer Chancen, trotz besserer Spielanlage als Verlierer vom Feld gegangen sind, dass die Truppe ein bisschen durcheinander rüttelt, aber sie hat für mich insgesamt über die Spielzeit einen stabilen Eindruck gemacht und sie hat dann halt noch vor der Halbzeit dieses Tor gemacht, was ihr ein bisschen Sicherheit gegeben hat und aus der heraus hat sie es dann in zweiter Halbzeitphasenweise richtig gut gespielt und so dass ich insgesamt in dem weil mit beiden Seiten des Fußballspiels zufrieden bin, über weite Strecken mit dem Spiel meiner Mannschaft und selbstverständlich mit dem Ergebnis der Mannschaft. Danke. Ja, also ich will mal so sagen, zunächst Glückwunsch an unseren Gegner heute, der dann in der Endphase ganz klar auch noch gezeigt hat, dass sie Fußball richtig gut spielen können. Aber ich sage immer wieder, wir wissen, auch unsere Mannschaft kann alles gut spielen. Wir werden derzeitig hier überschüttet mit recht guten Spielen und so weiter. Wir haben auch gegen Rostock schon ein gutes Spiel gezeigt. Aber die entscheidenden Situationen, die lösen wir nicht. Und da ist der Gegner einfach besser und schneller. Ich denke, es war ein verdienter Sieg jederzeit für schöne Eiche. Das war verdient. Wenn es vielleicht gleich in der ersten Minute für uns geklappt hätte, wo wir eine Chance haben durch Schmidt, eine Kopfballchance, wenn der reingeht, dann sieht das vielleicht alles ein bisschen anders aus. Aber hin und wieder, oder aber wenn und aber, hilft nichts. Wir spielen derzeit noch diesen Stil der Verbandsliga, wo wir eigentlich klar dominiert haben, die Spiele damals in der letzten Saison und nur fast offensiv spielen konnten. Jetzt kommt die andere Seite dazu, das Umkehren und ein Abwehrverhalten. Und das ist unsere Schwäche derzeitig. Wenn wir nach dem 0-1, wo wir hätten schon zwei, drei Tore kriegen können, auch vom Gegner, der sehr gut aus der Konterstellung gespielt hat und zwei, drei Mal auch in Überzahl vor unserem Tor aufgekreuzt ist und hätten schon ein Tor machen können, weil wir auch sehr offensiv gespielt haben, denke ich dann, in der zweiten Halbzeit haben wir recht ordentlich angefangen. Und bekommen dann ein Tor über eine Standardsituation, wie es genau fast ähnlich nur nach einer Ecke gegen Hansa Rostock auch war. Und wir große Kerle eigentlich in der Mannschaft haben und lassen so etwas zu. Und dann steht das 0-2. Dann wird der Gegner immer stärker und den haben wir richtig aufgebaut. Und auch beim dritten Tor hat man gesehen, wenn ich nur die Tornummer nehme, wie der Hohen, wie der da durchmarschiert. Das ist natürlich stark vom Spieler, aber schwach von uns. Und wenn er dann zwei, drei Mal umherkurvt, da muss der Körper kommen, da muss der Ballweg abgeschnitten werden, dass da gar nicht mehr kein Durchkommen ist. Wir haben da eigentlich nur die Knies drinstehen, das passiert nicht und so können die natürlich die Dinger dann einlegen. Ja, und dann werden natürlich die Beine schwer und keiner weiß so richtig, wie der Menschenskinder und man verliert die Lust auch am Fußballspielen dann in dem Moment. Und das nutzt natürlich der Gegner auch und hat uns dann richtig eigentlich auch schön dort hin und her gespielt. Der Elfmeter war noch ein bisschen Ergebniskosmetik. Aber alles in allem, sage ich mal, wir haben gegen einen starken Gegner heute verloren, wo das Abwehrverhalten noch nicht stimmt. Wir müssen sehr schnell lernen, sehr schnell, dass wir auch mal den einen oder anderen Punkt holen. Ich glaube aber nach wie vor, dass wir das packen können. Und wie gesagt, uns fehlt derzeitig die Defensivhaltung der Mannschaft und dabei mit einer Arbeit. Danke. Ja. Ich würde mal fragen, zu der Einwechslung Schmidt raus und Schmuckel rein. Ja. Was
war das nur als 1:1 gedacht, ein Stürmer raus, anderen. Ja. Ich habe schon gesagt, taktisch ist heißt tiefgründige. Neuer Stürmer war rein, der andere war mit so. Schlecht war das nicht. Aber der Schmunk ist eigentlich antritt schnell und die Schnelligkeit ist seine Stärke eigentlich. Und er hat ja auch ein bisschen umhergewirbelt eigentlich zunächst. Ja, aber wie gesagt, das hat es uns alles schnell dann wieder zerbrochen, weil wir das zweite Tor bekommen haben. Das war eigentlich der Grund. Wir haben auch mit Hacke noch einen Ausfall gehabt, mit Heiter vorgespielt auf der 6. Das eigentlich nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auch eben in dem zweiten Stock dachte ich, dass wir da ein bisschen was machen können, eben auch über Standards und dergleichen. Aber wir zögern zu lange, wir laufen nicht einfach mal an, laufen nicht durch, einfach auf Verdacht und so weiter, sondern sind ganz im Gegenteil, wir warten immer ab, wo kommt der Ball hin und so weiter. Und das müssen wir einfach lernen, dass wir da einfach durchziehen, auch den Gegner zu irritieren, dass wir den Gegner mitnehmen und daneben sind, er läuft eben ein und so weiter. Das muss einfach, ich sag mal, brutaler gemacht werden. Meine nächste Trainerfrage, wen wirst du aus der Mannschaft hervorheben wollen? Wie waren die Neuzugänge? Ja, ein Neuzugang mit Kusal, zwei Tore als Stürmer, eine deutliche Sprache. Der war in der Vorwoche nicht da, war heute da, macht zwei Tore, das ist, spricht für seine Qualität. Ansonsten haben ein Großteil der Spieler heute waren hier Möglichkeiten gespielt, eine ordentliche Leistung geboten. Einer, bei dem es wahrscheinlich so sein wird, der Dollesaal, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich also neutraler wäre und ich wüsste, der spielt da, so wie ich ihn jetzt kenne, würde ich jedes Wochenende zum Fußballspiel von Schöneiche fahren und mir als Neutraler diesen Fußballer angucken. Das ist deshalb einfach Hand und Fuß. Die Sache ist halt die, wenn der ein normales Spiel macht, das sind normale Spieler, das hat aber immer noch eine große Klasse. Der ist unheimlich wichtig. Christian Simon hat heute eine sehr, sehr starke Partie dort geboten. Aber das ist sicherlich ein bisschen die Tupfer, die Träger am Boden sein, so der Hand. Aber ich finde da nahezu, ich finde bei meinen Spielern heute nahezu bei allen überwiegend positive Aspekte in der Hand. Dass du jemanden heute loben würdest? Oder? Wir sind alle zusammen runtergegangen, Eichel die Trainer. Die Eichel haben dich gehalten. Ja, gibt's noch? Was sagst du denn, Jungs, jetzt? Vor Union 2, ist ja wieder ein Hammer sozusagen. Ja, ich sage ja, also die Namen sind alle sehr hochwertig. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht die Zuschauer hier auf dem Stadion spielen, sondern dass sie weiterhin kommen und uns ein bisschen unterstützen auch dabei. Aber letztendlich ist jedes Spiel, wenn man sagt, Schöneiche, wenn einer nicht weiß, was eine Mannschaft ist, dann hätten sie es heute mal sehen können, dass sie Fußballer haben. Und wir müssen in jedem Spiel total die Messlatte hochlegen für uns. Und müssen wir so gut es geht dagegen halten und der eine oder andere kommt vielleicht in die Mannschaft neu dazu. Ich hoffe, dass wir haben ja auch Verletzte mit dem Wolfs beispielsweise, ein wichtiger Abwehrspieler in der letzten Saison, der noch nicht gespielt hat. Ja, wir werden sehen, was wir machen. Ich will da nicht zu vorgreifen, aber insgesamt werde ich sie nicht zusammen scheißen, auf Deutsch gesagt, entschuldige den Ausdruck. Ja. Aber man muss schon klar Text reden und sagen, dass wir schnellstmöglich diese Fehler, die wir auch nochmal aufzeichnen werden, abstellen müssen und dann werden wir weitersehen. Ja. Das gelingt. Der eine oder andere hat vielleicht noch nicht diese Qualität im Zweikampfverhalten. Und es geht nur über Zweikampfverhalten. Du kannst nicht nur 90 Minuten offensiv spielen, dann machst du auch Fehler bei. Aber je besser du dann im Umkehrspiel stehst, das müssen wir verhindern, dass wir die Spieler und dann die Spieler selbst schnell erkennen, was haben sie für Klasse, dementsprechend Gegenmaßnahmen einleiten. Nochmal eine Frage, ich hatte vorige Woche den Hansa-Trainer nach Saisonzielstellung gefragt und er sagte, sie wollen nach oben, wollen aufsteigen, das
das Ziel, wie das bei euch ist? Wenn du nach der Leistung, wenn ich die jetzt beide Spiele vergleiche, dann könntest du mit gleichem Recht sagen. Ja, ja, ja. Ich habe natürlich schon ein Spiel in der Vorwoche. Ich kann mich sehr gut in meinen Kollegen reinversetzen. Wir haben in der Vorwoche gegen einen Gegner gespielt, den wir ja, 90 Minuten nahezu beherrscht haben. Wir haben zweimal hinten gepatzt und wir haben dieses Spiel verloren. Von daher gehe ich aber nicht von der Linie ab. Wir wollen offensiv Fußball spielen. Was wir damit erreichen? Ich weiß, dass die Presseleute natürlich gerne eine Zahl und was wollen die machen. Ich sage mal so, ich bin Trainer und meine Mannschaft besteht aus Spielern, die Erfolg haben wollen. Und ich bin Trainer, der Erfolg haben will. Aufsteigen ist meines Erachtens keine Frage des Wollens, sondern des Könnens. Wenn wir die Fähigkeiten haben, ganz vorne mitzuspielen, dann werde ich meine Mannschaft nicht hindern, diese Fähigkeiten einzusetzen. Wenn wir die Fähigkeiten nicht haben, so wie in der Vorwoche, und dann ein Spiel gegen einen Gegner verlieren, wo sie alle hinterher fragen, sag mal, kannst du dieses Spiel an die Wand fahren? Sag aber auch gewinnen, das ist eine Frage vom Können. Wenn wir es können, auch nicht. Aber ob wir es können, weiß ich auch nicht. Ja, gibt doch genug verfunden. Also einer hat heute verloren, das Einzige. Von daher. Ja. Danke. Vielen Dank. Du hast mich verstanden. Das nächste Mal kommen wir auf eine Nicht-Baustelle. Zum Auswärtsspiel. Aber gegen auch, die müssen viel weiter aus. Ich denke schon. Hey, wir kommen ja, ein Spiel. Alles Gute.